Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey! Yay! Mit zwei Spielern! Yay! Ich will nicht da drauf. Du musst jetzt aber drauf, aber sonst kommen wir da nicht rein. Ja, aber dann kann ich wieder die ganze Folge nichts machen. Au! Oh, unfair. Ich darf aus der Luft greifen. Ja. Willkommen zum nächsten grausamen Raum. Sieht interessant aus. Ich sag bloß, du musst die Dinger so titschen lassen, dass die auf eine Pflanze nach der nächsten fliegen. Nee, was hilft. Okay. Honk. Sehe ich das richtig, dass hier Boden ist, den wir nicht sehen? Ja. Gibt's eine Möglichkeit, den zu sehen? Sie können überall Gift draufspucken. Okay. Da kannst du das mal nicht mehr landen, aber dann siehst du den Boden zumindest. Also wenn der Gift liegt, dann könnte es sein, dass du dahin darfst. Ja. Okay. Also sieht man, hier ist halt dann eine Kante. Wollte gerade sagen, da ist ein Abgrund zwischen. Na. Außerdem scheint es hier sehr leicht zu sein zu sterben. Ja. Mal wieder. Da ja normalerweise Cappy dafür benutzt wird, das Gift hier loszuwerden. Und wer ist Cappy nicht haben in diesem Raum? Ich wollte gerade sagen, es ist zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger. Mache selber keine Möglichkeit, Gift zu entfernen. Nee. Keine Stampfattacke oder so, die er wegmachen kann. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Hier vorne ist auf jeden Fall ein Tor oder so, aber hier vorne ist auch keine Pflanze, die uns irgendwie zeigen würde, hier wäre was. Aber scheinbar ist hier ein versteckter Stern. Mond. Ja. Auch hier habe ich dann erst gelernt, auf der finsteren Seite des Mondes, dass man mit Stampfattacken Schatztruhen öffnen kann, weil ich habe bis jetzt immer Cappy dagegen geworfen. Unsichtbarer Pfad, Geheimnis! Ja. Wie fies. Ja, okay. Ja. Für diesen Raum gibt es auch eine Version mit Cappy irgendwo im Postgame. Frag mich nicht genau wo. Ich wollte gerade sagen, ja, irgendwo, ne? Irgendwo. Also hier auf der dunklen Seite sind fast alles halt einfach schwierigere Versionen von Sachen, die man sonst im Postgame schon sieht. Aber die haben wir jetzt natürlich alle noch nicht gesehen. Ja gut, weil wir das ja halt vorgezogen haben. Ja. Eben, glaube, weil wir die Hinweisbilder haben wollen. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, das hier jetzt zu machen. Ja. Okay. Jetzt hast du noch drei fiese große Pflanzen. Ja. Die dich abhalten wollen. Müssen wir die besiegen? Ja, müssen wir besiegen. Dann, viel Glück. Splash! Jetzt Heilung haben, das wäre geil. Ja. Tot. Ja, ich wollte ausweichen, aber Mario ist halt ein bisschen rutschig in diesem Spiel. Ja, er ist halt, wie gesagt, Luigi aus Galaxy. Ich habe einen Stein und ich werde ihn benutzen. Vielleicht. Das funktioniert. Mario, 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 jo, danke. Tot. Das hatte dann nicht mehr so richtig viel Sinn. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts, gegen die zu kämpfen, wenn du sie nicht von Fernen schon stunst. Jetzt kannst du einfach weitergehen. Oh. Oh, wenn du nicht auf die drauf gehst, dann geht das Gift nicht weg. Autsch. Okay. Das ist ja doof. Ja. Außerdem ich meine Steine nicht wieder. Das auch noch. Oh, sehr gut. Tja, oder so gehen die Steine auch irgendwo hin, wo sie nicht sein sollten. Die Steine kriegt man in der Regel sowieso nicht wieder zurück, aber... Gut, wir machen, ne? Hier hat der Vieh jetzt schon hier schön auf die Plattform drauf gespuckt. Okay. Das war knapp. Okay. Ich hab das nicht getroffen, ich bin mir nicht sicher. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie dich das nicht erwischt hat, aber okay, es hat dich nicht erwischt. Ich denke, das akzeptieren wir mal so. Hä? Okay. Also die machen dir immer noch Schaden, selbst wenn sie einen Stein geschluckt haben. Oh. Okay, da bin ich aber nicht hoch genug gewesen. Doppelsprung scheint nicht zu reichen. Ne. Es muss der Backflip sein. Die 1 und 3 sind so ziemlich das größte Ärgernis an der ganzen Sache. Naja, die waren mal mehr oder weniger ein Boss. Ja. Ich habe übrigens inzwischen auch gelernt, dass diese Pflanzen tatsächlich ein Capture sind, die für uns festgehalten werden, die wir mit Cappy irgendwann noch übernehmen müssen. Das kann man nämlich. Haben wir nicht schon alle? Nein. Wir haben noch nicht alle 52 Captures. 52? Hier, wir haben 47 davon. Kann man hier nachgucken, was wir alle schon gecaptured haben. Okay. Und die gehören dazu. Interessant. Ja. Aber wir haben die doch schon. Na gut, die fressen nicht im Regelfall. Ja, eben, man kann die aber tatsächlich übernehmen. Mit Cappy. Konnte man auch schon die vergangenen übernehmen? Ja. Echt? Ja. Wie? Man muss den einen Stein in den Mund schmeißen und dann Cappy draufwerfen. Dann fressen sie den nicht und dann kann man die übernehmen.
Okay. Wenn man zum Beispiel im... Das ist unmöglich. Hätte man zum Beispiel in dem, im Fresskönigreich hätten wir die übernehmen können. Mhm. Um die Fackeln anzuzünden zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass man halt Stein in die reinkickt und dann Cappy draufschmeißt und damit die Fackeln anzündet, statt einfach da zu stehen. Möchtest du eine Peach haben? bald, ja. Noch versuchen wir es erstmal ohne, aber wenn jetzt gleich immer noch alles etwas schief läuft, dann Tonk. Cheaten wir wieder eine Runde, weil wir es können. Auf die Seite von der Pflanze wollen wir nicht unbedingt. Nicht unbedingt, ne. Okay. Es lebt, es lebt. Nope, ja, es lebt nicht. Das war's. Ja, hast du irgendwo die Peach? Den Peach Amiibo? Ich glaube, den habe ich tatsächlich momentan gar nicht hier liegen. Okay. Aber wir haben andere Amiibos. Ja, dann können wir uns im Notfall dann zwischendurch ein paar einzelne HP geben. Ja, du musst mich nur ausschalten, weil ich bin derzeit nicht verwendbar. Ja. Aber das kann ich ja da machen, wenn ich Schaden habe. Arsch. Flump. Woohoo! Ja, ja, okay. Da will ich gerade nicht drauf. Wieder die gleiche Geschichte wie eben, aber dieses Mal wieder sie wieder mit 2 Health. Immer dieser Mario Postgame-Content, durch den man sie erstmal durchsterben muss. Typisch. Ob ROM-Hack oder richtiges Spiel, inzwischen ist alles gleich. Ja, Nintendo hat es in den letzten paar Spielen übernommen, einfach sehr harte Postgame-Level einzubauen. Was ja grundsätzlich nicht schlecht. Warum hat das Gift nicht weggemacht? Oh, ehrlich. Wahrscheinlich, weil er den Stein gerade in Tuss hatte, aber weird. So, okay, okay. Cheaten so vermieden. Ich muss sagen, da redet man einmal davon, jetzt cheaten wir gleich und dann funktioniert's auch so. Wunderbar. Ist ja gut, Hauptsache es ist geschafft. Hermit Los Mondos. Pow! Beeilung auf dem unsichtbaren Pfad. Yay. Ja, wahrscheinlich, weil, wenn man sich nicht beeilt, ist irgendwann alles voller Gift und dann wird's schwierig oder ja so. Dann ist es in der Tat ein bisschen ungemütlich. Ja. Oh, jetzt habe ich dich irgendwie schon wieder auf. Yay! Macht Sinn. Ich ramme diesen Hasen. Ja, ja, ich mach schon auf. Ui. So, da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Wo geht's hin? Na, schon, wie viele fehlen uns hier denn noch? Uns fehlen hier jetzt noch... Irgendwie viele. 16. Ja, 10 davon sind ja die Bilder. Ja, okay. Also fehlen uns noch 3 Räume, mehr oder weniger. Na gut, den hier unten haben wir schon mehrfach gesehen. Ja, da können wir jetzt mal rein. Da scheine ich sogar mit rein zu dürfen. Ach ja, okay, den kennen wir. Aber ich darf wieder nichts Großartiges machen, wenn das genauso ist wie beim letzten Mal, du das jetzt halt mit Yoshi hochkletterst. Kann ich Cappy jumpen? Nein, kann ich nicht. Nicht während du Los Yoshos bist. Ich kann wahrscheinlich noch nicht mehr die Früchte einsammeln. Und wie schon in dem Panzerding dürfen wir jetzt hier Sachen fressen, ja, um Monde zu kriegen. Und das während die Lava schreit und uns töten möchte. Ja, von daher werden wir auch hier sehr wahrscheinlich mehrfach sterben, weil die Viecher einfach die Äpfel nicht unbedingt im Weg liegen. Oh, dead. Ja. Behalten wir die Äpfel, nachdem wir gestorben sind? Oh, wie nützlich. Das von daher heißt, wir müssen uns nur ein bisschen durch das Gebiet durchsterben wieder. Genau, die ersten, sobald man halt die ersten paar dann geholt hat, kann man die dann ab jetzt komplett überspringen und kann sich dadurch einiges an Zeit mit der Lava sparen. Wie nützlich. Ich muss allerdings sagen, ich fühle mich ausgesprochen nutzlos. Ja, auf der finsteren Seite des Mondes. Ja, das ist nicht unbedingt für einen Zweispieler-Modus gedacht, offensichtlich. Haben sie nicht unbedingt drüber nachgedacht, als sie den, die finstere Seite hier designt haben, in den Challenges. Das ist nur was für den ersten Spieler. Ja. Und damit der erste Mond. Pow, Yoshi auf der sinkenden Insel. Yoshi! Yoshi! Das hat mich ein bisschen verwundert. Wir haben ja auch einen Yoshi-Amiibo hier stehen, dass der Yoshi-Amiibo keinen speziellen Effekt in diesem Spiel gekriegt hat. Ja. Das hat mich tatsächlich sehr verwundert, muss ich sagen. Bonk. Dead. Ja. Very dead. Sie haben einem keinen Yoshi-Outfit gegeben, wo man Yoshi selber wird. Das wäre bestimmt auch lustig gewesen, mit Yoshi-Kappe rumzulaufen, die Yoshi-Kappe auf Yoshi zu schmeißen. Zum Beispiel. Um Yoshi zu werden. Aber ihm überhaupt irgendeinen Effekt zu geben, meine ich. Ich meine,
wenn man ihn als Amiibo scannt, dann sagt er halt bei der Amiibo-Suche das gleiche wie alle anderen Amiibos auch. So, oh, das ist Yoshi. Der ja, kommt dann 5 Minuten zurück. Und wenn du ihn scannst, dann kriegst du halt ein Herz. Ja. Ich glaube, du solltest dir ein wenig Zeit lassen. Damit wir nicht von jedem mitgenommen werden. Okay. Ja, da war dein Sprung zu gut. Ist er nicht nach oben gekommen und ja, die Zunge ist ein bisschen zu hoch gewesen. Sagen wir mal, er ist nach oben gekommen, aber nicht hoch genug, damit er hoch konnte, aber hoch genug, damit die Zunge oben war. Ja. Also die perfekte Höhe, um alles falsch zu machen. Ja, ich mag die Höhe, die man hier hat, nicht besonders. Wie man sieht, ist eine ziemlich gemeine Höhe, dass man halt immer gegen Ende des Sprungs irgendwann dann mal mit Y die Zunge rausholen muss. Du brauchst halt Yoshi-Skill. Ja, den man bis jetzt genau, so oft kein einziges Mal wirklich üben konnte. Du brauchst im Pilzkönigreich einmal Yoshi, um so ein bisschen was zu holen, aber dafür brauchst du kein wirkliches Können mit Yoshi. Ja. Du musst keine Mechanik von ihm verstehen. Außer, dass er sich mit der Zunge an die Wand kleben kann. Ja, und selbst das brauchte man kaum. Ja, an ein, zwei Stellen was benötigt zu haben. Okay. Ja. Oh, no. Das sind die Momente, in denen man wünschte, die Lava würde einen einfach sofort töten, weil du kannst sowieso nichts mehr machen. Du ja. kannst dich nicht retten. Das ist wahr. Das sind auch so Momente, wo man sich wünschen würde, die Kamera wäre ein bisschen näher dran und den blöden Boden und es ein bisschen akkurater sieht. Nein. Ja. Aber das eigentlich gar nicht erst passiert. Ich weiß nicht, warum die Zunge jetzt plötzlich irgendwo ins Nichts geflogen ist. Weil er, als er losgesprungen schon in eine völlig andere Richtung geguckt hat. Ja. Das per se war schon irgendwie komisch. Okay. Look. Ja, okay. Sieht gut aus. Irgendwo müssen wir welche verpasst haben. Hier sind nämlich die letzten. Okay, hier oben gibt's keine mehr. Nee. Dann haben wir irgendwo 2 Stück verpasst. Dann müssen wir uns wieder umbringen. Tyrannimo! Aber erst Yoshi in die Lava fallen lassen, das ist wichtig. Dann werden wir wohl einmal um das Gebiet drum gucken müssen. Dann gibt's ja. da wohl irgendwelche Verstecken. Oder es gibt vielleicht auch hier unten irgendwelche. Das wollte ich jetzt auch gerade gucken. Die wir nicht mitgenommen haben. Die brillt's auf jeden Fall. Das sind bestimmt Münzen. Vermutlich. Jo. Der übliche Unsinn. Ich kann Yoshi ganz interessiert angucken. Ah, da vorne sind noch 2. Ach, ernsthaft. Sind sie das? Jupp. Ja, gut, dann können wir mindestens direkt wieder rausgehen. Ja, müssen wir immerhin nicht nochmal die Lava laufen. Früchte mal auf der sinkenden Insel. Und können wir hier die Tür nehmen, wie praktisch. Boah. Und Tür. Spart Zeit. Ne. So, dann sind wir wieder hier draußen. Dann müssen wir hier noch gucken, wo wir noch die anderen Challenges finden. Sind hier ganz oben noch welche? Werden wir merken. So, dann mal hier oben. Da oben vielleicht irgendwas gespawnt ist. Ach so, du meinst bei Brudelbot. Ja. Ja, auf jeden Fall können wir hier auf schnellstem Wege zu Captain Toad kommen, wenn wir unbedingt wollen. Ja. Und diese ein Herz mitnehmen. Yay! 5 Münzen. Ich glaube, das ist hauptsächlich als Abkürzung für Captain Toad gedacht. Falls man beim ersten Mal nicht gefunden hat, als man hier war. So, schauen wir mal. Ist hier was? Ist hier bestimmt den Bosskampf nochmal? Nein, hier ist gar nichts. Ja. Jupp, wir kriegen den Bosskampf nochmal. Okay. Können wir da rausbauen? Nö. Jetzt? Upsa. Sie jetzt warpen? Nein, nimmt man dann nicht. Cool. Cool. Wir werden gezwungen, den Bosskampf nochmal zu machen. Wie spaßig. Auf jeden Fall. ja, ich vermute mal, dass er uns keine weitere Belohnung geben wird. Nee. Aber okay, dann muss der Brudelbot eben fallen. So fallen wir hier. Splonk, sehr schön. Oh. 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 Ich hoffe, ob ich noch ob hier oben drauf laden kann oder nicht. Oh, oh nein, du hast das Bein zerstört. Ja. Was soll er jetzt nur tun? Guck mal, da ist der Typ von der Security von den Brudels. Oh. Erledigt. Sehr gut. Speedrunner-Strategie. Ja.
Okay. Meine Güte. Also nur aufhören. Seinen Sternenbein rumzurennen. Ja, es ist schwierig, sie zu erwischen, wenn du das machst, glaube ich. Ja. Meine Güte. Jetzt macht er die Attacke und dann müsste er so irgendwie 2, 3, 4 Mal stampfen oder so und dann macht er plötzlich jetzt. Beine. Moment. Moment. Ja, ein bisschen zu früh. Ja, da habe ich dieses Zischen mit den Beinen gemacht, dass hier unten die Löcher für den Vogel aufmacht, der hier sowieso nicht ist. Mhm. Ja, und dann steht er für einen Moment still, dann kann man eigentlich erst die. Sollte man eigentlich erst die Stampfattacke machen, ja, ein bisschen zu früh gemacht. Wow. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich dann einen noch treffen kann. Bin schon getroffen. Ja gut, das ist halt immer noch eine Hitbox. Stampf. Ja. Ja, der macht das zweimal. Achso, er hat dich runtergeschmissen, oder was? Ja. Ah, okay, das Spiel rechnet damit, dass du das versuchst, wie es aussieht. Ja. Interessant. Gut zu wissen. Ich hätte da gerne jetzt versucht. Naja, weil es so unnötig kompliziert ist, auf ihm drauf zu bleiben, finde ich, aber okay. Nope. Wo sind wir? Da hinten. Okay. Dead. das macht den Kampf deutlich schwerer, das zu versuchen, auf ihm drauf zu bleiben. Oh gut. Ach, das ist, wollte gerade sagen, das ist aber schön. Sie lassen ja uns außerhalb des Kampfes wieder raus. Das ist sehr freundlich. Dann versuchen wir da nicht nochmal reinzugehen. Und holen stattdessen mal Rosalina. Für Münzen. Oh, nochmal. So, da unten waren wir schon drin. Das sind Bilder. Ich meine, hier gibt es ja nicht sonderlich viele Orte, wo es überhaupt sein kann, also. Ja. Ah ja, hier. Ist noch eine Cappy ist nicht erlaubt Tür. Weil davon gibt es hier noch nicht genug. Ach das. Scheint sich jetzt schon zu freuen. Ja, Spaß. Okay. Ah. Das scheint ein TikTok-Challenge zu sein. Donk. You're dead. Dead. Erwartet schon mal diesen Bildschirm wieder für einige Minuten am Stück zu sehen. Ist der Panzer so gefährlich? Abschießt? Nein, der hauptsächlich der geheime Mond hier drin zu kriegen ist abartig schwer. Okay. Wir haben, entweder haben wir die Challenge schon mal gemacht oder sie Nein, kommt die auch kennen erst. Wir nicht. Okay, die kennen wir nicht. Dann gibt's die, wie man an der am Aussehen sieht, in New Donk City, nur dass du das hier mit einem Roller normalerweise machst. Okay. Das machst du hier normalerweise mit dem City-Roller statt zu Fuß und wie du siehst. Oh ja. Yep, das dauert eine Weile. Sieht schwierig aus. Ist es auch. Das ist reines Rennschnell. Hm. Fun. Ja, all of the challenges. Ja. Long Jump! Oder so. Auch schön. Oh, das. Okay. Ja. Ja, yep. Und tot. Ich wollte gerade sagen, kannst du zurück zum Peace Match? Nein. Kommst du nicht mehr, ich bin zu weit durch. Plupp. Was nehmen wir 2 Long Jumps? Naja. Okay. Am Anfang muss man, also mit diesen, diesem Rollsprüngen hier muss man ein bisschen aufpassen. Man kann sich einfach über die P-Switches, auch damit, mit diesem Rollen, über die P-Switches drüber und die nicht aktivieren. Und dann rollt man sehr doof in den Abgrund. Wie nützlich. Und sieht dann sehr bescheuert dabei aus. Oh, das hat Momentum leider ganz schnell verloren. Das ist natürlich dann super ungünstig. Ich schätze mal, das Spiel rechnet damit, dass du da Momentum behältst. Ja, kannst du nicht mehr schaffen. Long Jump! Ah. No. Ich schätze, danach kommen noch mehr Sektionen davon. Ja, da kommt noch eine, wo dann der geheime Mond mit dran ist und dann hinten dran halt der richtige Mond. Cool. Ja, das, ja, es macht sehr viel Spaß. So spontan fällt mir leider auch nichts ein, womit man das irgendwie einfacher machen könnte. Indem man einen Scooter hätte? Ja.
Sollen wir einen ins Spiel reinschieben? Können wir leider nicht. Dafür habe ich ja einen Amiibo. Ja. Welche Knopfkombination drückst du, dass du zwischendurch schrammst? Langsam oder was versuchst du? Ich halte halt in der Regel den Stampfknopf eigentlich gedrückt, um zu rollen. Okay. Aber da ich das Ding halt zwischendurch loslassen muss, um keinen Longjump zu machen, weil ich ja drücken muss zum Rollen. Sehr dead. Das Riesenproblem ist halt, dass die schnellste Art und Weise zu bewegen, zu rollen ist, oder wenn du rollst und dann springen drückst, automatisch einen Longjump machst. Das heißt, du musst dann erstmal ein Stück loslassen, damit du über die Stufen drüber kommst. Das ist das Hauptproblem an der Challenge. Ich bonke halt mehr mit Longjumps in Wände, als dass ich irgendwelche anderen Probleme damit habe. Hast du schon einen oder anderen Speedrun von dem Spiel gesehen? Hiervon habe ich noch keinen Speedrun gesehen. Ne? Ja, schade. Sagen wir mal, da war ich nicht anwesend. Ich hätte den Speedrun gucken können, aber. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwelche gute Speedrun-Tag, die wir verschwenden können hier. Aber. Gut. Ja. Dann müssen wir es irgendwie so schaffen. Ich habe nur das Ende von einem Run gesehen, wo sie alle Monde geholt haben. Und zwischendurch ein paar Mittelteile, aber. Leider scheinbar nicht diesen Part. Nicht diesen Part. Der hat auch. Schade, wäre nützlich gewesen. Der hat auch in der Route relativ. Früh gemacht wird, damit sie halt die Hinweiskunst haben. Ja, klar. Damit sie in alle anderen Welten können, genauso wie wir jetzt. Ja. Oh, das sieht sehr gut aus. Also, das sah zumindest bis gerade sehr gut aus. Nope. Das ist echt ärgerlich. Ja. Ja. Aber mit der Bewegungstech in diesem Spiel komme ich auch nicht gut klar. Aber wenn ich mir das hier so angucke, bin ich schon fast froh, dass ich das Postgame nicht gespielt habe. Ja, sobald wir mit der finsteren Seite fertig sind, wird das Spiel wieder richtig angenehm. Cooler. Okay, Top Speed. Ja, Speed verloren. Ja, wollte gerade sagen, sehr schnell leider einen Speed verloren, also wird es wahrscheinlich schon unmöglich sein. Vor allem, wenn du zweimal an der Kante kurz hängst. Long Jump! Wie hat das noch gezählt? Okay. Keine Ahnung. Letzte Aber Sektion. Jetzt müssen wir wieder, wie gesagt, da oben ist der geheime Mond und da hinten ist der normale Mond. Okay, bei dem geheimen Mond ist echt die Hölle los. Okay, zurück. Und rückwärts. Vorstoß nach hinten. Okay. Oh. Da verliert man leider direkt am Anfang sofort sehr viel Zeit durchs Loslaufen. Oh Gott. Die Sektion hört auch noch früher auf, okay? Yep, und da ist der geheime Mond. Und das ist noch das Schwierigste. Jetzt dürfen wir natürlich wieder von vorne anfangen. Ja, das ist schon klar. Das müssen wir alles nochmal machen. Checkpoints wären ja zu nett. Ja. Ich glaube, die haben die Timer nur minimal länger gemacht, als du die mit dem Scooter hast. Die Scooter-Sektion davon ist unfassbar einfach. Ja gut, das ist wahrscheinlich auch irgendwas halt in New Donk City. Ist ja generell dann eine der einfachen Sektionen normalerweise. Ja. Ja, sehr schön. Und. Okay. Okay. Ah, das geht voller. Ja. Long Jump! Okay, gucken, ob wir den normalen Mond zumindest kriegen. Ja. Ich guck mal, ob ich den mit dem Triple Jump kriege. Ach so, ah, okay. Ich dachte, das ist auch noch getimt. Das ist gar nicht getimt. Nee. Dann haben wir ja Zeit. Aber das sieht auch nicht so hoch aus, ne? Ja, eben. Schauen wir mal. Nee. Ohne Cappy. Schade. Dann hab ich zumindest schon mal den normalen Mond. Ja, dann können wir uns das zumindest schon mal schenken. Müssen wir nur noch zu dem geheimen Ding ins Bombenzellen. Was lang genug dauern könnte. Pow! Geschwindigkeitsrausch. Mehr oder weniger. Ja. Lieber umbringen, statt zweimal durch eine Pipe gehen. Ja.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nee, nein. Machen das jetzt. Machen wir jetzt? Okay, ja. Dann machen wir das jetzt. Versuchen wir so lange, bis wir das haben. Okidoki. Go, go. Ich dachte, weil er schon ein bisschen spät geworden ist. Nee. Aber gut. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die Sektion hier vorne oder die Sektion im Insgesamt sinnvoll schafft, ohne dass man Waggletech benutzt. Weil, wenn ich nicht den Controller wackele, kann ich nicht so schnell rollen. Wie ich das hier am Anfang tue. Weil, es wäre zu schön, wenn dieses Spiel ohne Motion Control spielbar wäre. Und Mario ist einfach nicht gesprungen jetzt zweimal in Folge. Was sie ja behaupten, aber was nicht so ist. Naja. Ich sehe wieder sehr viele Münzcounter. Ja, das ist das Gimmick hiervon. Ich weiß nicht, warum ich ständig eine Münze kriege, wenn das Level anfängt. Vielleicht liegt da einfach eine Münze. Na, wenn wir den, du hast Münze eingesammelt, Soundhorn, den haben wir nicht. Ich sehe nur, dass oben der Münzcounter dann hochgehen. Direkt aufgegeben. Ich bin schon ohne Speed da rein. Okay. Ja. Das war ein guter Bonk. Das kannst du ziemlich vergessen. Ding. Ich hab grad schon wieder Münzen gekriegt. Nicht dran stören, ist gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja. Oh. Wenn ich den Cappy Jump machen könnte. Nope, kein Cappy Jump. Nein. Aber nein. Da man ja nicht mal die, die Bewegung von Cappy werfen in der Luft machen kann, die du sonst immer hast, selbst wenn Cappy nicht da ist. Selbst dies das L-Bild? Ja. Fies. Kannst nicht Y drücken in der Luft, um dich halt nochmal neu auszurichten für Sprünge, wenn Cappy nicht im Raum ist. Sah sehr gut aus. Das Momentum von den Sprüngen hat. Ich bin mir sicher, das war exakt so geplant, was du gerade gemacht hast. Auf jeden Fall. Oh, das sieht sehr gut aus gerade. Ja, ja, sehr gut. Das müsste eigentlich locker schaffen. Jo. Okay. Letzte Sektion. Nochmal. Ja. Ich aus irgendeinem Grund hatte ich alles Momentum verloren. Habe ich gesehen. Irgendwie. In irgendeinem Sprung hast du das komplette Momentum zurückgelassen. Und diese Panzer existieren nicht mehr. Ja. Das. Ich glaube, du wolltest losrollen, oder? Ich wollte losrollen, ja, aber Mario hat sich gedacht, nee, rollen ist für Anfänger. Okay. Tick, tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. Boom. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Nein. Ja, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yes! Yes, haben wir doch. Geschwindigkeitsprobe! Wunderbar. Statt Geschwindigkeitsrausch. Es ist vollbracht. So, dann nix mehr raus hier. Sehen wir die Münzen hier auch mit. Sollte das nicht eher andersrum sein? Das da gerade war der Geschwindigkeitsrausch, das hier unten ist eher die Probe. Naja. Wie auch immer. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Blom, blom, blom. Auf blom, der blom, finsteren blom. Seite des Mondes, wenn wir nochmal irgendwie zwei Monde oder sowas hier zu holen haben werden. Ja, zwei. Bis dahin, see ya. Aloha.